Die Köpfe hinter den sogenannten alternativen Medien: Heiko Schrang, Oliver Janich, Ken Jepsen. Ihre Verbreitungsplattform ist das Netz. Die Videos werden massenhaft geklickt. Der Inhalt polarisiert und provoziert. Schönen guten Abend. Ken Jepsens Video "Gates kapert Deutschland" wurde über 3 Millionen Mal aufgerufen. Im Video behauptet Jepsen, Bill Gates finanziere die Weltgesundheitsorganisation zu 80%. Laut Gates Stiftung sind es aber lediglich 10%. Jepsen will vor allem eins: die Massen mobilisieren. Schlittern hier mit Riesenschritten in eine digitale Diktatur. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle die deutsche Bevölkerung explizit dazu aufrufen, sich dem entgegenzustellen. Die Angst ist in unseren Köpfen und die Angst wird getriggert von außen. Dabei ist es ihm offenbar egal, wer sich ihm anschließt. Im Weg an die Front, und wir befinden uns an, wir sind auf dem Weg an die Front, spielt es keine Rolle, ob du auf der rechten oder linken Seite marschierst. Um zu verstehen, was Verschwörungstheoretiker denken und erreichen wollen, stellen wir bereits vor Monaten die ersten Interviewanfragen. Wir bekommen viele Absagen. Einer, der derzeit keine Kamera scheut, ist Attila Hildmann. Bekannt geworden als Vorzeige-Veganer, mischt er seit Monaten die Verschwörerszene auf. Auf seinen sozialen Netzwerken verbreitet er Corona-Mythen, zeigt sich mitunter als bewaffneter Widerstandskämpfer. Wir filmen ihn Ende Mai in Berlin, während einer seiner wöchentlichen Kundgebungen vor dem Reichstag. Wir haben verschiedene Player dieses Spiels: Pharma-Mafia, Politik. Und jetzt kommt die satanischste Riege bei den Corona-Gewinnern. Und das ist Bill Gates mit seiner Foundation. Der Feind ist benannt. Ein wichtiges Instrument von Verschwörungstheoretikern. Gut gegen Böse. Wir gegen die. Überall in Deutschland wird mit der Angst gespielt. Mit der Angst vor einem angeblich bösen Staat, der dem Volk die Rechte nehmen möchte. Ist es nicht ein Einschnitt in eure körperliche Unversehrtheit, dass der Staat sich anmaßt, dass er euch eine Spritze verpassen kann? Ich höre nichts. Viele Menschen eint das Misstrauen gegen die Corona-Maßnahmen. Wo hört der kritische Zweifel auf? Wo fängt die Verschwörungstheorie an? Am Rande bekommen wir zufällig diese Diskussion mit. Hast du die gesehen, die LKWs oder die Leute, dass sie, wo sie einfach die Leichen zwischen, die gar nicht mehr begraben werden können? Wie naiv sind sie überhaupt? Achso, und du, wo hast du denn deine Information her? Wo hast du deine Information her? Guck mal, hier mach ich jetzt Krankenhaus. Zeig mir mal ein Krankenhaus, was voll ist. Zeig mir mal. Bitte? Zeig mir mal hier ein Krankenhaus, was voll ist. Zeig's mir. Das ist ja das Ding, weil die Maßnahmen gemacht wurden. Ach so, ja. Aber dümmer geht's auch noch, wa? Geht's noch dümmer? Junge. Nee, dann sag mir doch mal, woher hast du denn deine Informationen? Wo hast du denn Informationen her? Diese Dummheit und diese Naivität schreit zum Himmel, Alter. Ey, ich hab mir den Ken Jepsen angehört, aber ich höre mir auch den Drosten an. Hast du dir einmal den Drosten angehört? Der Virologe Drosten, Microsoft-Gründer Gates, Minister Spahn. Die Menschen hier haben ihre Feindbilder, auf die sie ihre Wut und Enttäuschung projizieren. Mein Brief an Jens Spahn. Du hast Corona im Bier, du hast Corona im Bier. Viele Demonstranten sind zum ersten Mal auf einer Kundgebung, kommen aus dem bürgerlichen Milieu. Selten hatten wir es so schwer, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Von wo kommen Sie denn? Von wem seid ihr? ZDF. Danke, ciao. Gerade Ihre Sender diffamieren doch alle Kritiker und stellen alle in die rechte Ecke. So suchen Sie sich Ihre Wahrheit, wenn Sie sagen, wir berichten nicht objektiv. Die Frage kann ich Ihnen jetzt ganz präzise mal beantworten. Sorry, wenn ich es vorhin nicht gemacht habe. Ja, ich schaue mir die sogenannten alternativen Medien an. Sogenannt ist jetzt nicht als negative Wertung gemeint. Und ich finde, da bin ich besser informiert. Welche alternativen Medien rezipieren Sie denn, wenn ich fragen darf? Ja, ich gucke bei KenFM zum Beispiel oder MM News.
Ach, Rubicon. Das ist aber Senden jetzt alles. Weiß ich jetzt nicht. Es ist eine ganze Menge, die man findet. Da braucht man gar nicht sich viel bemühen. Und überprüfen Sie deren Fakten? Soweit es geht. Wir treffen Christian. Er fühlt sich in seinen Grundrechten eingeschränkt. Das Vertrauen in die Politik hat er aber schon lange verloren. Ich denke, dass eine Agenda dahinter steckt, ganz einfach, seitens der Politik. Weil nichts in der Politik geschieht ohne oder aus Zufall. Ja, und das ist halt war immer so gewesen. Und von daher, denke ich, steckt da eine Agenda hinter. Was für eine Agenda kann das sein? Ja, da können wir jetzt spekulieren. Mit dieser Befürchtung ist Christian nicht allein. Wie die Demonstrationen der vergangenen Wochen gezeigt haben. Viele haben sich vom Staat abgewandt und fühlen sich stigmatisiert. Verschwörungstheoretiker, was haben wir da noch? Die Esoteriker, die Rechtsradikalen, die Linksradikalen. Die üblichen Kampfbegriffe, die dafür geschaffen wurden, um Leute, die anders denken, beziehungsweise die jetzt nicht unbedingt im Mainstream entsprechen, sozusagen ja, ruhig zu stellen, beziehungsweise lächerlich zu machen. Dass sich extremistische Gruppen durchaus unter die Demonstranten mischen, wird sich später noch zeigen. Die Wut auf der Straße hat ihren Ursprung im Netz. Wie schnell das Internet zum Brandbeschleuniger von vermeintlichen Verschwörungsideologien werden kann, die offenbar auch immer mehr die Mitte der Gesellschaft erreichen, wollen wir an der TU München herausfinden. Hallo. Hallo. Grüße Sie. Hallo, schön, dass Sie es geschafft haben. Über mehrere Wochen haben die beiden Wissenschaftler für Big Data YouTube-Videos zu Corona analysiert. Warum fängt jemand an zu suchen bei YouTube? Der hat eine Idee zu Corona, der will wissen, was passiert da eigentlich. Da geht es um die Impfpflicht, da geht es um Kritik an der Regierung, um Vorgehen. Das heißt, da wird ja dann auch immer in Frage gestellt, ist das alles korrekt, gibt es das überhaupt? Etwa die Hälfte der rund 300 analysierten Videos haben einen kritischen und fragwürdigen Inhalt. Wenn man sich dann das Netzwerk dieser kritischen Inhalte anschaut, dann merkt man, dass hier ungefähr jedes fünfte dieser Videos klar ein Verschwörungsmythos ist. Der Weg zum nächsten Verschwörungsmythos, der gar nichts mehr mit Corona zu tun hat, sei dann nicht mehr weit. Was hier passiert ist, dass wir quasi von einem Verschwörungsmythos zum nächsten gehen. Das heißt, dass wir quasi aus der Corona-Blase der kritischen Berichterstattung dann quasi in die Verschwörungsmythenblase übergeführt werden. Aber wäre YouTube nicht in der Pflicht, diese Videos auch als Verschwörungsmythen zu markieren? YouTube ist ganz gut, im relativ wenig einzugreifen und dennoch den größten Irrsinn halbwegs in den Griff zu bekommen. Aber hier, wir sind hier natürlich in einem fließenden Bereich von Meinungsfreiheit, von internationalen Rechten, Interpretationen von Rechten, die überall anders sind. Das ist nicht ganz trivial. Und damit können sich teils falsche und manipulative Behauptungen zum Thema Corona im Netz weiterverbreiten und innerhalb kürzester Zeit Massen erreichen. Was das für Folgen haben kann, erfahren wir in Göttingen von Martin Fierensen. Der Journalist betreibt das Social Media Watch Blog und beobachtet seit Jahren die sozialen Netzwerke und ihre teils gefährliche Sogwirkung. Die Gefahr bei den sozialen Medien besteht darin, dass die Angebote natürlich aufgrund dessen, dass sie ein Interesse haben, die Leute so lange wie möglich auf ihren Plattformen zu halten, das klingt erstmal ganz prima, weil wenn ich mich für Rennradfahren interessiere, warum sollte mir Facebook, warum sollte mir YouTube sozusagen nicht eben noch mehr Inhalte zum Thema Rennradfahren anbieten? Sie machen aber Folgendes, sie werden sozusagen in der Auswahl der Inhalte immer extremer. Es geht eben darum, wirklich Nutzer immer ein bisschen was Krasseres, immer was Emotionaleres, immer was Deftigeres so zu servieren. Besonders über verschlüsselte Plattformen wie Telegram verbreiten sich derzeit verschwörungsideologische Inhalte. Allein dem Kanal der ehemaligen Tagesschau-Moderatorin Eva Herrmann folgen etwa 130.000 Follower. Herrmann verbreitet Inhalte zur neuen Weltordnung, einem Bevölkerungsaustausch, glaubt, Journalisten seien gekauft. Diese Follower, die bekommt man nicht mal eben so geschenkt, aufgrund irgendeiner, keine Ahnung, Pseudoprominenz, sondern das ist tatsächlich harte Arbeit. Und die Eva Herrmann, die postet zum Beispiel am Tag um die 100 Nachrichten dort in ihrem Telegram-Channel. Das sind nicht alles selbstgeschriebene Nachrichten, sondern sie verbreitet ganz viele Meldungen eben von Websites, die aus dem einschlägigen Milieu stammen. Nach nur wenigen Klicks stoßen wir auf Facebook-Gruppen wie Gemeinsam gegen die neue Weltordnung oder Widerstand 2020.
Die Menschheit sollte jetzt unbedingt mal etwas tun, womit die Elite nicht rechnet und zusammenhalten. Man beschwört diesen Widerstand, man beschwört eben diese Idee, wir gegen die da oben. Und sowas findet natürlich viel Anklang in so Gruppen, weil es ist natürlich etwas, womit sich der Handwerker genauso identifizieren kann wie vielleicht ein rechter Patriot, der schon seit 10 Jahren vom Untergang der Demokratie träumt. Und so reift im Netz ein Widerstandsgedanke, der laut auf die Straße getragen wird. Unterschiedliche Protestmilieus, gemeinsam gegen einen vermeintlichen Feind. Erleben ist, dass solche Situationen ganz oft von rechten Lagern sozusagen dann gekapert wird und dann eben Dinge skandiert werden, wo dann der ganz normale Familienbürger sozusagen auf einmal mit skandiert, zum Beispiel wir sind das Volk oder Widerstand etc. und sich vielleicht dann in so einer Situation eben auch dazu ermutigt sieht, dort eben entsprechend sich zu Wort zu melden, aber womöglich gar nicht so ganz genau weiß, wer da eigentlich an seiner Seite marschiert und was vielleicht die Idee und die Intention eben desjenigen ist, mit dem er da jetzt auf einmal zusammen brüllt. Verschwörungserzählungen sind kein neues Phänomen. Einer bundesweiten Studie zufolge glaubt knapp die Hälfte aller Bürger, geheime Organisationen hätten großen Einfluss auf politische Entscheidungen. Von der Psychologin Pia Lamberti wollen wir uns erklären lassen, was den Reiz an Verschwörungstheorien ausmacht. Menschen haben ein ganz starkes Bedürfnis danach, in Kontrolle zu sein. Und der Glaube an Verschwörung ist eben eine dieser Kompensationsstrategien, bei dem man auf einmal einen mächtigen Akteur hat, auf den man alles projizieren kann. Der Verschwörer ist greifbar, das Virus ist unsichtbar. Und dementsprechend ist es handelbarer, man hat einen Feind, gegen den man angehen kann. Und das ist dann eine Art der Bewältigungsstrategie. Den typischen Verschwörungstheoretiker gäbe es per Definition aber nicht. Insgesamt ist es so, dass man es vor allem findet bei Menschen, die sich politisch rechts verorten. Es ist aber nicht so, dass es nur auf Menschen aus diesem Spektrum beschränkt ist. Und das ist ja auch einer der Gefahren, dass Verschwörungserzählungen von jeher das Potenzial hatten, Menschen aus unterschiedlichen Bereichen miteinander zu verbinden im gemeinsamen Feind. Anhänger von Verschwörungserzählungen fänden sich mittlerweile in nahezu allen Gesellschaftsschichten. So sieht das auch das Bundesinnenministerium. Auf Nachfrage heißt es: In der Tat ist es eine Strategie, insbesondere des rechtsextremistischen Spektrums, das aus diversen, auch bürgerlichen Milieus gespeiste Demonstrationsgeschehen im Zusammenhang mit Corona für seine Zwecke nutzen zu wollen. Allerdings seien auf den Demonstrationen auch die Linksextremisten zu betrachten, heißt es weiter. Derlei Wechselwirkungen zwischen den beiden antagonistischen Extremismen geben durchaus Anlass zur Sorge. Bei der Kundgebung von Attila Hildmann kippt die Stimmung langsam. Die Demonstranten und die Polizei im Spannungsfeld zwischen Versammlungsfreiheit und Corona-Beschränkungen. Es herrscht Chaos auf der Straße und auch in manchen Köpfen. Begleitet von Hass und radikalen Feindbildern. Der Judenstern, darauf das Wort ungeimpft auf dem T-Shirt dieses Demonstranten. Da steht drauf ungeimpft. Das können Sie Ihnen zeigen. Ungeimpft. Ja. So, wir gehen jetzt mal weiter spazieren hier. Ungeimpft. Leute. Ich werde mich auch nicht impfen lassen. Corona-Demo in Halle in Sachsen-Anhalt. Wortführer der Neonazi Sven Liebig. Vorbestraft unter anderem wegen Körperverletzung. Im Netz vertreibt Liebig fragwürdige T-Shirts mit Motiven wie Judensternen und Anne Frank. Das Mädchen, das hatte Erfahrung im Eingeschlossensein. Die hat ein halbes Jahr auf 50 Quadratmetern im Hinterhaus in Amsterdam wohnen, leben müssen, weil sie eben politisch verfolgt wurde. Der Grund ist egal, aber es zeigt... Anne Frank musste sich vor den Nazis verstecken, starb im Konzentrationslager. Liebigs Auftritte sind in erster Linie fürs Netz. Ein Anhänger nimmt die Rede auf. Schämen Sie sich nicht, diesen Nuttenjob zu machen? Jede Kreknutte hat mehr Ansehen erlebt als ihr.
Das ist ein Tip-Top-Mensch da oben. Der vertritt die Meinung vom Volk eigentlich. Und nicht das, was ihr hier ständig sendet. Ihr seid die Letzten. Die Rechten versuchen derzeit, Teile der Bevölkerung zu verunsichern. Igor Matwiez ist Jude und lebt in Halle. Für ihn ist es kaum erträglich, wie Liebig und seine Anhänger Opfer des Holocausts für ihre Zwecke benutzen. Es ist eine eindeutige Provokation auf Kosten jüdischer Menschen, auf Kosten der Opfer des Holocausts. Es ist widerlich. Unter Liebigs Demo-Teilnehmern entdecken wir auch einen AfD-Funktionär. Sven Ebert ist Kreisrat im Saale-Kreis. Wir sprechen ihn auf die Judensterne an. Der Judenstern ist schon okay, den zu benutzen, zu sagen, damit wurden schon mal Leute stigmatisiert. Und wir zeigen darauf, das darf nie wieder passieren. Prima. Seit Jahren warnt der Verfassungsschutz vor Liebigs rechtsextremen Aktivitäten. Für den AfD-Kreisrat offensichtlich kein Thema. Hey, was mich gewundert hat, ist, warum ein Rechtsextremist wie Sven Liebig mit einem Anne Frank-T-Shirt rumrennt? Weil der sich komplett gewandelt hat. Der war schon früher richtig sträg drauf. Kein Freund von mir. Heute super, Bürgerrechtler. Ist ein Bürgerrechtler. Wir versuchen mit Sven Liebig ins Gespräch zu kommen. Letzte Woche trugen Sie diesen David-Stern. Ich spreche nicht mit der Lügenpresse. Ich spreche nicht mit der Lügenpresse. Das ist ein Prinzip von mir. Nein, ich spreche nicht mit der Lügenpresse. Das Gespräch ist beendet. Die Anhänger des Rechtsextremisten bedrängen uns, stören die Dreharbeiten. Liebig heizt die Stimmung an. Wir brauchen Polizeischutz. Lügenpresse greift an! Die Lügenpresse ist über die Angreifer! Er hat damit angefangen. Letztlich eskortieren uns Beamte bis zu unserem Auto. Später schickt uns Liebig über seinen YouTube-Kanal eine Botschaft hinterher. Arndt, die Wende wird kommen und irgendwann werdet ihr GEZ-Maulhuren einer ehrlichen Arbeit nachgehen müssen. Vielleicht das erste Mal in eurem Leben. Und solange wir Opfer sind, werden wir natürlich uns auch als Opfer darstellen. Thorsten Hanel analysiert Strukturen der Rechtsextremisten und kennt Liebig und seine Aktivitäten schon lange. Er versucht natürlich, seine antisemitische Klientel zu bedienen. Und gleichzeitig weiß er, dass er damit natürlich eine maximale Provokation erzielen kann. Dass wir Lokalpolitiker der AfD auf einer rechtsextremen Demo von Liebig angetroffen haben, sei kein Zufall. Liebig möchte natürlich anschlussfähig sein und er ist natürlich in das Milieu der AfD anschlussfähig. Nicht umsonst macht er ganz massiv Werbung für die AfD. Heute tagt der Stadtrat in Halle. Wir wollen René Schnabel treffen, einen Kommunalpolitiker der AfD, hier bei einem rechtsextremen Aufmarsch 2019 in Berlin, an dem auch Liebig teilnahm. Wir wollen mehr über seine Verbindung zu dem Neonazi herausfinden. Herr Schnabel? Hallo, ich wollte Sie mal ganz kurz fragen zu Herrn Liebig. Ja, kenne ich halt, sehe ich ab und zu auf dem Markt, aber unabhängig davon gebe ich Ihnen keinen Kommentar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und dass er mit einem Judenstern rumläuft, stört Sie das? Vielleicht ganz ungünstig gewählt, muss ich sagen. Aber wenn man das so hört, also wie gesagt, ich bilde mir dazu keine Meinung, aber ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Abend. Aber Sie gehen ja gerne dort zu den Demonstrationen. Nein, das ist eine Tatsache, die Sie jetzt gerade verdrehen. Ich halte mich unheimlich gerne auf dem Markt auf. Das ist richtig, auch gerne im Eiscafé. Aber nicht bei den Demonstrationen. Und wenn, dann gucke ich mir alle an. Ich gucke mir auch gerne die danach an. Oder am Samstag waren, glaube ich, 3 Stück. Habe ich mir auch gerne alle angeguckt, aber... Doch auch diese Aufnahmen zeigen ein anderes Bild. Hier 2019, René Schnabel neben Liebig. In Berlin treffen wir erneut auf Neonazi Liebig. Diesmal vor Gericht. Er muss sich wegen einer Hetzkarikatur verantworten, die er verbreitet hat. Wir sind auch hier nicht willkommen. Hau einfach ab, Mann. Hau ab, die Leute hier zu schikanieren, Mann. Hey, verpiss dich! Du riskierst gleich eine Schelle, mein Lieber. Verpiss dich! Kunde, ey. Hau ab. Hau einfach ab. Du kriegst eine Strafanzeige. Du kriegst eine Strafanzeige, du zitterst ja schon, Mann. Brauchst richtig ein paar, oder was? Wieder Handgreiflichkeiten, während Liebig das Geschehen live ins Netz stellt. Auch sein Auftritt vor den Richtern. Eine Provokation.
Ein rotes Dreieck auf gestreiftem Hemd erinnert an die Kleidung der KZ-Häftlinge. Die Karikatur darf er nun nicht mehr verbreiten. Das hindert Liebig aber nicht daran, weiter Stimmung zu machen. In Düsseldorf treffen wir Herbert Reul, den Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Schön, dass es klappt. Vielen Dank. In Corona-Zeiten lassen wir das lieber mit der Hand. Reul sieht in Verschwörungsmythen und dem ideologischen Missbrauch eine wachsende Gefahr für die Demokratie. Wie schätzen Sie die Situation ein, dass diese Szene auch zunehmend von Extremisten unterwandert wird? Linksextreme, Rechtsextreme, aber auch aus dem salafistischen Bereich nutzen das für ihre Zwecke. Ist doch vollkommen klar. Einfacher geht's ja nicht. Den Zweck, den ich erreichen will, dafür benutze ich Menschen, die so blauäugig sind, mir zu folgen. Der Minister sieht akuten Handlungsbedarf. Verschwörungstheoretiker seien von den Behörden zu lange unterschätzt worden. Also wir haben zum Beispiel, um in diesem rechtsextremistischen Bereich der Verschwörer weiterzukommen, den Verfassungsschutz jetzt mit Technologie ausgestattet, mit neuer. Die Berge, die Mengen, die da im Netz stattfinden, die kann ja keiner sich angucken. Und deswegen braucht man Instrumente, wie man sortiert, wie man das rausfiltert, wie man auch, wenn sich da Gruppen bilden, da wird es ja kribbelig, wenn man merkt, dass da nicht nur einer was macht, sondern dass mehrere sich auch noch verbinden, weil sie den großen Umsturz organisieren wird, ja, dann ist es brenzlig. Und wenn man das verpasst, dann ist man draußen vor als Sicherheitsbehörde. Was hat der Staat denn falsch gemacht, dass sich die Bürger so von ihm abwenden? Ich glaube schon, dass wir einiges falsch gemacht haben, sonst wäre es nicht passiert. Wir haben zu wenig erklärt. Wir haben am Anfang in bestimmten Situationen auch falsch reagiert, weil wir nur gesagt haben, die sind alle idiotisch oder so. Und wir haben Erwartungen geschürt, als könnte Politik alle Probleme lösen. Also dieser Politiker, der so simsalabim die Welt wieder in Ordnung bringt. Wir sind die Superhelden. Das macht ja Spaß. Aber es ist lebensgefährlich, weil das kann keiner einlösen am Ende. Das wird unsere nächste Begegnung in München bestätigen. Wir treffen Max, der eigentlich anders heißt, aber unerkannt bleiben möchte, weil er weiß, dass seine Ansichten polarisieren. Der 36-Jährige erinnert sich noch genau an den Moment, als er 2015 zum ersten Mal mit sogenannten alternativen Fakten in Berührung kam. Eine banale Recherche zu E-Zigaretten ließ ihn erwachen, wie er selbst sagt. Seitdem stellt er quasi alles in Frage. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Verschwörungstheoretiker bin. Ich bin jemand, der sich für die Wahrheit interessiert. Max ist in eine Art Parallelwelt abgeglitten. In den vergangenen Jahren wurden seine Ansichten immer radikaler. Ich wusste schon im Voraus, dass etwas passieren wird. Dass ein Ereignis passieren wird. Es war nicht die Frage ob, sondern es war nur die Frage wann. Und jetzt? Jetzt sind wir hier. Und wie siehst du das Ganze? Wie ordnest du die Corona-Pandemie ein? Also ich denke, dieses Virus ist auf keinen Fall Zufall. David Rockefeller hat in seinen Memoiren geschrieben und gesagt, alles, was wir brauchen, ist eine richtig große Krise. Und die Menschen werden die neue Weltordnung akzeptieren. Max hat sich seine eigene Version von Wahrheit geschaffen. Und gleichzeitig mit dem System der Demokratie abgeschlossen. Distanzierst du dich von bestimmten Inhalten? Kriegst du mit, was Rechts- und Linksextremisten posten, skandieren? Also ganz ehrlich, ich finde diese Unterteilung in rechts, links, oben, unten, jung, alt, erwacht, nicht erwacht, Verschwörungstheoretiker, Nicht-Verschwörungstheoretiker, das sind alles Instrumente, um Leute zu spalten. Wir sind alles Menschen. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Und wir sollten alle zusammenhalten. Ich habe Rechtsextremisten gesehen auf der Demo. Und die Frage an dich, hast du die auch gesehen und distanzierst du dich? Ich habe keine Rechtsextremisten gesehen auf der Demo. Und wenn? Also ich kann nicht pauschal sagen, distanzierst du dich von den Rechtsextremisten? Ihre Geschichte begann bei den Zeugen Jehovas. Ich weiß durchaus, wie es ist, sowohl das Opfer zu sein, als auch der Täter, als auch die Angehörige. Heute ist Julia Silberberger nicht mehr bei den Zeugen Jehovas. Sie arbeitet für die Organisation Goldener Aluhut, kämpft gegen Verschwörungserzählungen.
Die Corona-Krise bietet den optimalen Nährboden für Verschwörungsideologien. Die Menschen haben Angst. Angst ist die Triebfeder der Verschwörungstheorien. Menschen fühlen sich, als ob sie die Kontrolle verloren hätten über ihr Leben. Und ich kann das verstehen. Der Mundschutz ist zu einem Synonym dafür geworden, was die Menschen durch die Corona-Krise alles ertragen müssen. Sie berät vor allem Angehörige von Verschwörungstheoretikern. Die Nachfrage danach, sie wächst seit Corona. Ich weiß, wie schmerzhaft es ist. Ich kenne die emotionalen Notlagen, in denen sich die Personen befinden, die sich solchen Theorien zuwenden. Und ich weiß allerdings auch, dass es Sackgassen sind. Denn im Long Run ist das eine Sache, die auf Angst basiert und die die Menschen kaputt macht. Denn wenn du jeden Tag mit einem Weltkrieg oder einem Weltuntergang oder der Zerstörung vor Augen lebst, kannst du dauerhaft kein glücklicher Mensch sein. Es macht dich kaputt, es zermürbt dich. Sie empfiehlt daher, Anhänger nicht auszuschließen, sondern ihre Sorgen ernst zu nehmen. Wenn wir diese Leute aus unserer Mitte ausstoßen, an den Rand der Gesellschaft drängen, dann treiben wir sie in die Arme derer, die sie schon sehnsüchtig erwarten. Und das sind in der Regel die extremistischen Gruppen, das sind die radikalen rechten Gruppen, das sind die verschwörungsideologischen Gruppen. Weil die werden sagen, seht ihr, ich hab's euch doch gesagt. Kommt zu uns, wir heißen euch willkommen. Und genau das ist das, was wir natürlich nicht erreichen wollen. Und so zeigen Zeiten wie diese, dass unser demokratisches System Risse bekommen hat. Denn auch wenn es sich um eine Minderheit handelt, die im Netz und auf der Straße protestiert, ist sie laut und kommt aus allen Gesellschaftsschichten. Auch jetzt, Wochen nach dem Shutdown, rufen Aktivisten weiter zu Demonstrationen auf. Die Corona-Krise hat Verschwörungstheorien in die Öffentlichkeit gebracht. Eine Gefahr für die Demokratie. Eine Herausforderung für die Gesellschaft. Ich hab mir den Ken Jebsen